Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag des Philosophischen Salons zur Philosophie der Hoffnung. Leider können wir die Veranstaltung nicht mehr in Präsenz abhalten, aber wir kommen bestimmt dennoch gut miteinander ins Gespräch. Mein Name ist Thomas Kirchhoff, ich bin seit Oktober 2020 Gastprofessor für Philosophie hier am Humboldt-Studienzentrum und darf Ihnen den Referenten des heutigen Abends vorstellen. Professor Dr. Emil Angern hat Philosophie, Soziologie und Volkswirtschaftslehre in Löwen und in Heidelberg studiert. Promoviert wurde er mit einer Arbeit zu Freiheit und System bei Hegel, habilitiert an der Freien Universität Berlin mit einer Arbeit zu Geschichte und Identität. Im Anschluss an eine Professur für Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt war er von 1991 an Professor für Philosophie an der Universität Basel bis zu seiner Emeritierung. Seine historischen Forschungsschwerpunkte sind die Philosophie der Antike sowie des 19. und 20. Jahrhunderts. Als systematische Schwerpunkte möchte ich benennen die Metaphysik, die Geschichtsphilosophie, Politik und nicht zuletzt die Hermeneutik. Von seinen zahlreichen Monographien nenne ich nur zwei, die alleine ihn bereits als Experten für die Philosophie des Hoffens ausweisen. 2015 erschien Die Herausforderung des Negativen zwischen Sinnverlangen und Sinnentzug. 2020 erschien Vom Anfang und Ende, Leben zwischen Geburt und Tod. Heute wird er sprechen über die Kunst des Hoffens, von der Schwierigkeit und Unverzichtbarkeit der Hoffnung. Sehr geehrter Professor Angern, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie von meiner Seite herzlich begrüßen zu diesem Vortrag, der nun leider nicht im Salon, sondern bei Ihnen und bei mir zu Hause stattfindet. Ich bedanke mich zunächst ganz herzlich bei Frau Breuninger für die Einladung zu diesem schönen Anlass und jetzt bei Herrn Kirchhoff für diese so freundliche Einführung. Der Titel meines Exposés lautet Die Kunst der Hoffnung von der Schwierigkeit und Unverzichtbarkeit des Hoffens. Der Untertitel gibt so etwas die Leitidee, unter der ich der Frage nach der Hoffnung nachgehe. Es geht um den existenziellen Stellenwert des Hoffens, den Wert des Hoffens im Leben. Ich möchte in fünf Schritten vorgehen. Ich habe das auf der nächsten Folie zunächst so festgehalten. Zunächst eine kurze Vorbemerkung, zwei basale Strukturmerkmale. Zweitens die Zeitbestimmung des Hoffens. Drittens jenseits des Könnens die subjektive Grundhaltung gegenüber dem, was man erhofft. Viertens und fünftens dann zu dieser Leitfrage nach der Stellung der Hoffnung im menschlichen Leben. Ich gehe damit nun direkt zum Punkt 1. Zwei Strukturmerkmale. Das ist eine Art Vorbemerkung, eine erste Annäherung. Was ist überhaupt Hoffen? Wann sprechen wir von Hoffen? Es ist ja hier wie bei vielen Themen sinnvoll und die Philosophie praktiziert das oft, sich an der Sprache zu orientieren. Also zu fragen, wann reden wir von Hoffnung und wann passt diese Rede nicht. Und wenn man das so ansieht, dann zeigt sich bald, es gibt zwei basale Strukturmerkmale, die die Hoffnung auszeichnen. Das eine ist ein bestimmter Zeitbezug, genauer ein Zukunftsbezug. Und das andere ist eine Haltung zu etwas, was wir erwünschen, was positiv ist, eine positive Grundeinstellung. Allerdings zeigt sich, diese beiden Merkmale sind nicht so selbstverständlich, wie es zunächst scheint. Zum einen scheint der Zukunftsbezug nicht obligatorisch. Hoffen kann sich im Alltag ebenso auf Vergangenes oder auf Gegenwärtiges beziehen. Ich kann hoffen, dass mein Freund gestern die Prüfung gut bestanden hat oder dass meine Verwandte inzwischen genesen ist.
In solchen Fällen ist es das Nichtwissen und nicht das Nicht-Eingetreten-Sein dessen, was erhofft ist, das als Moment des Hoffens fungiert. Aber dennoch scheinen diese Hoffnungen mit Bezug auf Gegenwärtiges und Vergangenes eher wie Modifikationen des Grundtypus, der sehr wohl auf ein Kommendes, ein Erhofftes in der Zukunft gerichtet ist. Das andere Merkmal, der Bezug auf ein Positives. Hoffen geht auf etwas, was wir erwünschen. Es ist insofern im Gegensatz zu einer wertneutralen Erwartung etwas erwarten, das einfach so kommen kann, dass der Zug in 10 Minuten einfährt oder dass morgen die Sonne aufgehen wird. Hier sprechen wir im Normalfall nicht von Hoffen, wenn wir nicht Anlass haben, stark zu zweifeln am Eintreten dieses Ereignisses. Dazu in Fußnote eine interessante Beobachtung mit Bezug auf Sprache. Diese Differenz zwischen Hoffen und bloßem Erwarten ist nicht in allen Sprachen selbstverständlich. Im Altgriechischen, an dem sich die Philosophie für solche sprachlichen Betrachtungen ja oft orientiert oder von denen sie ausgeht, gibt es das Wort Elpis, Elpizein, Hoffnung, Hoffen, das sehr wohl beide Bedeutungen annehmen kann. So etwas in den Oden von Pindar. Auch in modernen Sprachen, beispielsweise im Spanischen Esperar, kann dasselbe Wort beide Bedeutungen tragen. Ich verweise darauf nur, um auf den Aspekt hinzuweisen, dass es offenbar nicht immer so selbstverständlich ist, Unterscheidungen, die man in einer Sprache macht, als in der Sache gegeben anzusehen. Aber das sei so dahingestellt. Ich möchte nun diese beiden Grundmerkmale der Zeitstruktur des Hoffens und der subjektiven Haltung zum Erhofften näher spezifizieren. Das sind meine Punkte 2 und 3. Punkt 2, die Zeit des Hoffens. Hoffen, das ist das Fazit dieser Einleitung, ist eine Erwartung von etwas Erwünschtem, das kommend ist. Und wir müssen hinzufügen, es ist eine ungesicherte, ungewisse Erwartung. Wenn ich dessen, was ich erhoffe, sicher sein kann, wie etwa, dass ich für meine Arbeit am Ende des Arbeitstags entschädigt werde oder dass morgen die Sonne wieder aufgeht, dann spreche ich nicht von Hoffnung. Ebenso wenig, wenn es etwas ist, das ich selber herbeiführen kann. Wenn ich erwarte, dass der Raum sich aufwärmt, wenn ich die Heizung aufdrehe, besteht auch kein Anlass, von Hoffen zu sprechen, außer wiederum, wenn ich Anlass habe, sehr stark zu zweifeln, ob die Heizung funktioniert. Hoffen ist ein Gerichtetsein auf etwas Künftiges, das irgendwie positiv bewertet ist, mit Wünschen, Präferenzen zusammenhängt und das unsicher ist, das über das hinausgeht, was ich mit Gewissheit antizipieren kann oder sogar selber herbeiführen kann. Hoffen hat dieses Moment der Unverfügbarkeit, auch des Beschenktwerdens in sich. Hoffen, gesund zu bleiben, heißt, sich auf etwas zu beziehen, ja, das mir geschenkt sein kann, das mir aber auch versagt sein kann. Hoffen, ohne Unfall nach Rom zu reisen, dasselbe. Ich setze auf etwas, über das ich gar nicht verfügen kann. Wir können diese Art von Zukunftsausrichtung spezifizieren, indem wir sie kontrastieren mit Grundmustern des Verhaltens zur Zukunft, wie sie etwa in der modernen Philosophie näher beschrieben worden sind. Ich nenne nur 2 Typen mit Bezug auf Husserl und Heidegger. Husserl hat in seiner Phänomenologie des Zeitbewusstseins das konstitutive Gerichtetsein nach vorne als Protension beschrieben und nachgezeichnet, inwiefern dieses Ausgerichtetsein auf etwas Kommendes wesentlich
konstitutiv ist für gegenwärtiges Erleben, gegenwärtiges Wahrnehmen. Wir können gar nicht voll wahrnehmen, wenn wir nur auf den Augenblick uns fokussieren, etwa nur das aufnehmen, was ein Mikrofon oder eine Kamera jetzt gerade registriert. Das klassische Beispiel bei ihm, das Hören einer Melodie. Wir könnten keine Musik, keine Melodie wahrnehmen, wenn wir nicht im Moment, wo wir akustische Impressionen haben, was wir schon gehört haben, irgendwie noch gegenwärtig haben und irgendwie auch vorausgreifen auf das, was kommen wird. Protension und Retention nennt das Husserl. Eine Antizipation, die nicht präzise ist, aber die doch auf irgendwie etwas Passendes vorausgreift, was man nur dann oder gerade dann realisiert, wenn diese Erwartung durchbrochen wird, wenn gar nichts kommt, wenn etwas vollkommen anderes, Unpassendes kommt. Melodie hören, klassisches Beispiel, einem Vortrag zuhören, ein anderes, Sie würden überhaupt nicht verstehen, was ich jetzt sage, wenn Sie nicht irgendwie präsent hätten, wie ich den Satz angefangen oder den vorigen Satz formuliert habe, auch wenn das überhaupt nicht heißt, dass Sie ihn vergegenwärtigen müssen. Aber er muss gewissermaßen nachklingen und ebenso muss eine gewisse Erwartung sein, wie ein Gedanke weitergeht. Wenn er vollkommen anders, verworren weitergeht, ist man irritiert. Es funktioniert nicht. Das normale menschliche Wahrnehmungsbewusstsein hat diesen Hof, wie Husserl sagt, der Protensionen und Retentionen. Man kann dieses Vorausgreifen spezifizieren, indem man sich an dem orientiert, was Heidegger beschreibt, wenn er vom Entwurf spricht. Menschliche Existenz verläuft so, dass Menschen sich immer auf ihre Möglichkeiten hin entwerfen. Oder auch ein anderes Leitwort bei ihm, die Sorge, dass sie sich um etwas kümmern, was erst kommt. Dieses Vorausgreifen, nicht nur in der Gegenwart sein, gehört zum gegenwärtigen Leben. Wenn wir solche Weisen des konstitutiven Vorausseins, Vorausblickens, Vorausgreifens näher ansehen, können wir feststellen, dass es hier zwei grundsätzlich verschiedene Typen gibt, zwei Grundformen. Das eine ist das eigene tätige Ausgreifen auf etwas, was man vorhat oder erwartet, und das andere das Offensein für etwas, was kommt, was ich gar nicht in seiner Bestimmtheit erwarten kann. Man kann das spezifizieren, indem man das, was hier als Gegenstand der Hoffnung vor Augen ist, näher fasst. Man kann sagen, man hofft nichts, was selbstverständlich ist, wie das besagte Beispiel, dass morgen die Sonne aufgeht oder dass Sie nach dem Ende dieser Übertragung den Rechner wieder ausschalten. Das nehmen wir einfach vorweg. Man hofft auch nichts, was unmöglich ist. Ich spreche nicht von Hoffen, wenn ich sage, ich hoffe, dass ich morgen zum König von Frankreich gewählt werde. Das ist etwas, was gar nicht im Bereich des Möglichen ist. Hingegen sehr wohl kann man sinnvoll von Hoffen sprechen, wenn es vollkommen unwahrscheinlich ist. Hoffe, das große Los zu ziehen, auch wenn ich einer von Millionen Beteiligten an der Lotterie bin, und es quasi ausgeschlossen ist, dass ich es treffen werde. Aber zu sagen, ich hoffe darauf, hat nichts Widersinniges, ist eine konsistente Sprechweise. Eine weitere Spezifizierung, die hier wichtig ist. Hoffen ist, so heißt es in der Philosophie zuweilen, eine propositionale Einstellung. Also eine psychische Einstellung, die vermittelt über Propositionen, über Sätze, operiert. Ich hoffe, dass etwas so und so eintreten wird. Im Gegensatz zum bloßen Wünschen, das auf etwas geht. Man kann sprachlich beides in beiden Formen haben. Man kann wünschen, dass etwas, hoffen, auch etwas. Aber von der Grundform her, ein Tier kann Nahrung wünschen.
Begehren. Ein Mensch kann hoffen, dass es übermorgen nicht schneien wird oder dass im nächsten Jahr die Welt eine gerechtere sein wird. Das sind Grundhaltungen zur Zukunft, über die kein Tier verfügt, auch kein Kleinkind verfügt, weil sie eine bestimmte Art von Bewusstheit, auch von Sprachfähigkeit implizieren. In diesem Sinn, der Satz von Wittgenstein, der im Titel dieser Vorlesungsreihe stand, Krokodile hoffen nicht, Menschen hoffen. Hoffen ist ein Privileg des Menschen in dieser propositionalen Grundstruktur. Solches Hoffen geht in mehrfacher Weise über das Beabsichtigen und das Können hinaus. Über das hinaus, worüber ich selber Macht habe, was ich selber mit Gewissheit prognostizieren kann, aber auch sogar über das hinaus, was ich mit Bestimmtheit intendieren kann. Ich kann etwas erhoffen, was über meine Fantasie hinausgeht. Mich auf eine Kreuzfahrt anmelden und hoffen, die große Liebe dort zu finden, ohne irgendein bestimmtes Bild damit zu verbinden. Hoffnung kann sich auf ein Unverhofftes, Unerhoffbares beziehen, das weit über das hinausgeht, von dem ich mir ein Bild machen kann. Das führt mich zu meinem dritten Punkt. Hoffen geht über das hinaus, was ich selber kann. Der Grundtatbestand ist das Spannungsverhältnis zwischen dem eigenen Unvermögen und der Erwartung, die darüber hinausgeht. Hoffen heißt auch angewiesen sein auf anderes, auf andere, auf einen guten Zufall, wie bei der Lotterie, oder ein günstiges Schicksal, einen guten Tod zu haben. Das Angewiesensein auf andere ist Zeichen der eigenen Schwäche, der Labilität. Wir verfügen nicht über das, worauf wir hoffen. Diese Labilität und Unsicherheit kann gesteigert sein bis zur völligen Verzagung, zur Mutlosigkeit, zur Hoffnungslosigkeit, zur Verzweiflung. Hoffen, muss man sagen, ist nicht einfach eine naturgegebene Disposition des Lebewesens, wie gehen können oder erst recht wie organische Vollzüge, wie sich ernähren und wachsen. Es ist ein Können, ein Tun, das nicht selbstverständlich ist, in die eine Disposition, in die wir hineinwachsen durch die Sozialisation. Am Ende muss man sagen, wir sind überhaupt auf das Hoffen selbst angewiesen. Wir hoffen nicht nur, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern unser Wunsch geht auch darauf, hoffen zu können, nicht verzweifeln zu müssen. Das tiefste Unvermögen ist nicht, etwas Bestimmtes nicht zu erreichen, sondern gar nicht hoffen zu können. Die tiefste Hoffnungslosigkeit, nicht die, wenn wir verzagen, etwas Unmögliches zu erreichen, sondern wenn die Hoffnung zerstört wird. Die brutalste Weise, mit jemandem umzugehen, ist Hoffnung zu rauben, Hoffnung zu zerstören. Primo Levi beschreibt in den Erfahrungen aus dem KZ den Zynismus der Wächter, die den Gefangenen die Hoffnung austreiben. Sagen, macht euch keine Hoffnung, werdet nicht überleben. Und auch wenn ihr rauskommt, es wird euch niemand glauben. Die Hoffnung zu nehmen, die Hoffnung zu verunmöglichen, ist sozusagen eine der schlimmsten Beraubungen einer menschlichen Fähigkeit. Aber auch in alltäglicheren Situationen. Es kann eine medizinische Diagnose so ausfallen, dass wir nicht mehr hoffen können. Im Höllentor von Dante, der Eingang zur Hölle, ist der Spruch, lasst alle Hoffnung fahren, ihr, die hier eintretet. Einer der düstersten Verse in der göttlichen Komödie. Hoffen ist angewiesen
auf den Sokors, auf das Entgegenkommen von anderen. Hoffen ist angewiesen auf eine Inversion unseres eigenmächtigen Ausgreifens auf die Zukunft. Es muss uns etwas entgegenkommen. Das betrifft das Handeln selber und es betrifft auch die Zeitstruktur. Das Hoffen auf ein zukünftiges Gut ist nicht einfach Realisierung und Setzen auf etwas, was wir selber zweckmäßig verfolgen, sondern ist in stärkerer Weise das Ausgerichtetsein auf etwas, das wir selber nicht verfügen, das uns gegeben werden kann, wie gesagt, durch ein günstiges Schicksal, aber auch durch die Gabe eines anderen Menschen. Es ist sogar dieses Ausgerichtetsein auf das Geschenk eines anderen, eine emphatischere Weise des Gerichtetseins auf etwas, was wir erhoffen. Es ist wichtig, diese Struktur nicht einfach als Notbehelf zu sehen. Da, wo wir selber nicht mehr auskommen, müssen wir auf anderes setzen. Es ist wichtig, wahrzunehmen, dass das Hoffen auf etwas, das uns geschenkt wird, ein intensiveres Hoffen sein kann, als dasjenige, das zu realisieren, was wir normalerweise selber bewerkstelligen können oder wo wir darauf vertrauen, dass wir selber dazu in der Lage sind. Das Hoffen auf etwas, was uns entgegenkommt, auf ein Gelingen, man hat es im Bereich der Kunst beschrieben, der große Künstler, dem etwas gelingt, der Dichter, dem ein Vers, an dem er sich über Tage gequält hat, auf einmal gelingt, wie eine Gnade, etwas, das ihm geschenkt wird, das ihn erfüllt, über die eigene Erwartung hinaus. Das Unverhoffte kann eine tiefere Befriedigung, ein tieferes Glück ermöglichen als die Realisierung des eigenen Plans. In einer besonderen, eminenten Gestalt ist dieses Entgegenkommen des Unverfügbaren in der Religion beschrieben worden, das Entgegenkommen des ganz anderen, das Gegebensein der Erlösung, der Gnade des Heils. Jüdische Philosophen, Franzosenzweig, Emmanuel Levinas, haben diese Figur des Entgegenkommens des ganz anderen mit Emphase beschrieben. Ich sagte, diese Umkehrung des eigenen Ausgriffs in das Entgegenkommen von der Gegenseite findet auch im Zeitlichen statt, im Zeiterleben. Der Zeitpfeil in die Zukunft ist nicht nur einer, der aus unserer Vergangenheit weitergeht, sondern auch einer, der auf eine Zukunft trifft, die uns entgegenkommt. Die Zeit kann von vorne kommen, auf uns zukommen. Das Fließen der Zeit ist nicht nur eines in die eine Richtung, sondern ist ebenso emphatisch dasjenige der Zukunft, die auf uns zukommt, nicht die Zukunft, in die wir hineinwachsen, hineinschreiten. Es ist kein Zufall, dass gerade dialogisch religiöse Konzepte der Autoren, der genannten wie Rosenzweig und Levinas, in einem starken Sinn mit solchen Bildern der Zukunft operieren, die nicht projiziert ist, sondern die auf die Menschen zukommt. Das Schwergewicht des Zeiterlebens liegt da nicht im Vergangenen und seiner Last, sondern im Befreiungspotenzial des Neuen, das wir selber nicht antizipieren können. Das messianische Moment, hat man das auch genannt, mit Bezug auf sozusagen die Struktur des jüdischen Religion, der Messias, der erst kommt, im Gegensatz zur christlichen Vorstellung der Erlösung, die geschehen ist und an die das christliche Ritual erinnert. Das messianische Moment, Jacques Derrida nennt es die Messianizität und meint, sie ist ein konstitutives Moment im menschlichen Verhalten zur Zeit, zu seinem Leben, im Sprechen, in der menschlichen Kultur,
ein Ausgreifen auf etwas entgegenkommt, aber ohne Absicherung in eine Heilsgewissheit, dem Sinn spricht er von der Messianizität oder Messianismus, Ausrichtung auf ein Neues und Unerhörtes. Diese starke Hoffnung, die auf die Zukunft geht, kann zuletzt auch auf die Zukunft selber setzen. Sich formulieren oder artikulieren als eine Hoffnung, dass es überhaupt Zukunft geben werde, dass die Jugend eine Zukunft habe. Die Jugendbewegung Fridays for Future artikuliert das in ihrem Namen. Autoren wie Jorge Sembrun und Elie Wiesel kommen darauf zu sprechen in einer sehr schönen Formulierung, in einem Gespräch. Das ist das Gespräch dieser beiden Schriftsteller, beide Überlebende des Holocaust, der eine in Auschwitz, der andere Buchenwald. Elie Wiesel am Ende sagt, sie unterhalten sich darüber, wie müssen wir uns an dieses Leiden erinnern und wie können wir damit einen Ausblick auf eine andere Zukunft verbinden? Wie können wir Hoffnung verbinden? Und Elie Wiesel sagt dann einmal, sein Blick auf die Jugend, er meint die deutsche Jugend und ihre Befassung mit der deutschen Geschichte, bestärkt in ihm die große Hoffnung, dass die Hoffnung eine Zukunft habe. Also das ist eine sehr prägnante, zugespitzte Formel, nicht nur, dass es Zukunft gebe, sondern dass Hoffnung selber sein wird. Also nicht nur hoffen, dass etwas Bestimmtes eintreten wird, sondern dass es Hoffnung geben wird. Das führt nun zu meinen beiden letzten folgenden Punkten. Zunächst Hoffnung und Menschsein. Der Stellenwert der Hoffnung. Solche Formulierungen wie die der Hoffnung auf die Zukunft der Hoffnung sind Ausdruck der Überzeugung, dass Hoffnung für die menschliche Existenz wesentlich ist. Ich bin jetzt beim vierten Punkt in meinen Folien. Hoffnung gehört wesentlich, unverzichtbar zur menschlichen Existenz. Menschlich, sagt man, ist ein Leben, in dem Hoffnung stattfindet, in dem Hoffnung möglich ist, dem Hoffnung begründet wird. Das heißt, menschliche Hoffnung ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist eine fragile, eine gefährdete Möglichkeit. Sie steht immer in Gegenwehr zu einem Schwergewicht menschlicher Erfahrungen, die eher für das Gegenteil sprechen. Das Übermaß von Leiden, von Gewalt und Unrecht in der Enttäuschung, die eher Grund für Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung sein können. Wenn Hoffnung im menschlichen Leben einen Ort haben soll, dann als Gegengewicht gegen die Desillusionen, die Leidenserfahrungen des Alltags. Dieser hohe Stellenwert der Hoffnung ist in vielen Figuren in der Literatur und Philosophie beschrieben worden. Ich nenne stellvertretend nur punktuell ein paar Motive. Eines der ältesten Mythen, die von der Hoffnung sprechen, ist der Mythos von der Büchse der Pandora von Hesiod in der Theogonie im 7. vorchristlichen Jahrhundert. Es ist ein Teil des Prometheus-Mythos. Prometheus, der Rebell im griechischen Götterhimmel, der gegen die Alleinherrschaft der Götter über die Menschen sich zum Anwalt der Menschen macht und ihnen das Feuer bringt, der Feuerraub des Prometheus. Zeus, der Göttervater, will ihn bestrafen dafür. Er wird an den Felsen gefesselt. Das ist Thema der Tragödie, der gefesselte Prometheus von Aeschylus. Aber Zeus verbindet damit eine weitere Strafe, nicht gegen Prometheus, sondern gegen die Menschen. Er bringt oder lässt den Menschen ein Geschenk bringen,
durch Pandora, eine Schöne durch Hephaistos, erstellte Jungfrau. Pandora heißt die Allesbringerin, die ihnen in einem Behälter, einer Büchse, Geschenke überbringt. Die Büchse öffnet und aus der Büchse entweichen alle Übel, alles Leid, Schmerzen, Tod, Elend. Nur ein Geschenk bleibt in der Büchse, weil Pandora den Deckel wieder auf die Büchse legt und sie verschließt. Die Hoffnung. Die Hoffnung lässt sie nicht entweichen. Das ist die Erzählung dieses Mythos, den man verschieden interpretiert hat. Die gängige, naheliegende Deutung heißt natürlich, Zeus und Pandora verbietet oder untersagt den Menschen die Hoffnung, die die einzige Rettung wäre angesichts all dieses Elends, dieser Leiden, die die Menschen erleiden müssen. So ist die Welt trostlos gewesen, weil die Hoffnung verschlossen blieb. Die Gegeninterpretation, die Nietzsche vorgeschlagen hat, besagt, nein, nein, es kommt den Menschen zugute, dass die Hoffnung verschlossen blieb, denn die Hoffnung ist eigentlich das Übelste der Übel, weil die Hoffnung den Menschen verleitet, immer weiterzumachen, sich immer quälen zu lassen, in den Leiden zu verbleiben und von der Hoffnung nicht abzulassen. Das heißt auch, die Qual zu verlängern. Das ist natürlich eine paradoxe, radikal negative Gegenlesart. Sie ist nicht vollkommen abwegig. Wir sprechen auch von Hoffnungsseligkeit, von Vertrauensseligkeit, die jemanden unglücklich machen kann, wenn er auf etwas hofft, wo es nichts mehr zu hoffen gibt. Aber es ist vollkommen klar, die normale Lesart, die normale Stoßrichtung, die sich mit dem Motiv verbindet, ist die andere. Hoffnung ist dasjenige, dessen wir bedürfen, als Gegenwehr zur Konfrontation mit Leiden, Krankheit und Elend. Dieser eminente Stellenwert der Hoffnung ist von vielen Autoren beschrieben worden. Thomas von Aquin zählt die Hoffnung unter die theologischen Tugenden zusammen mit Glauben und Liebe. Immanuel Kant bringt die Hoffnung als eine Leitidee des Philosophierens zum Tragen. Er definiert ja die Aufgabe des Philosophierens durch vier Leitfragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Die ersten drei Leitfragen, Fragen der Erkenntnistheorie, was kann ich wissen, der Ethik, was soll ich tun? Und der Religion, wenn man so will, oder der Geschichtsphilosophie, was darf ich hoffen? Er meint, alle diese Fragen werden zusammengeführt in der vierten Frage der Anthropologie. Was ist der Mensch? Sie geben Auskunft darüber, was es mit dem Menschen auf sich hat. Interessant ist diese dritte Frage, die Hoffnung, die über die zwei ersten hinausgeht. Die zwei ersten sind ja die zwei nächstliegenden Fragen, die die Philosophie stellt. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Die Frage, was darf ich hoffen? Gewissermaßen darüber hinaus. Was eine Frage, die der Mensch sich stellt, der sich die Sinnfrage stellt. Der nach dem Sinn des Lebens fragt. Sie hat hier einen besonderen Stellenwert in der Art, wie Kant sie anordnet. Es ist wie ein höchstes Vermögen des Menschen, nach dem Sinn zu fragen und Hoffnung zu artikulieren. Hoffnung in diesem Sinn ein eminentes Vermögen, eine eminente Auszeichnung der menschlichen Lebensform. Der Mensch will hoffen, der Mensch kann hoffen, er darf hoffen und er muss hoffen. Die Frage ist, wieso darf er hoffen? Nicht nur, was darf ich erhoffen, wie Kant fragt,
sondern darf er überhaupt hoffen, hat er Grund zu hoffen. Das führt mich zu meinem letzten Punkt. Der Grund des Hoffens, worauf kann ich mich abstützen, wenn ich hoffen will? Wenn ich das Hoffen nicht sein lassen will, angesichts der Verzweiflung und des Elends der Welt. Was ist die Stütze des Hoffens? Es gibt verschiedene Fundamente des Hoffens. Man kann sagen, Hoffen stützt sich ab auf die eigene Grundhaltung des Menschen, der seiner Fähigkeiten sicher ist. Es stützt sich auch ab auf die Welt, die ihm Gewissheit und Sicherheit verleiht, aber auch auf die anderen Mitmenschen, die ihm Unterstützung anbieten. Darüber hinaus auch Erinnerung. Das heißt, Hoffen, der Blick in die Zukunft, kann sich selber abstützen auf einen bestimmten Blick auf die Vergangenheit, die ein Anlass, ein Grund sein kann, nicht zu verzagen. Ich möchte dies etwas genauer nun betrachten. Das eine, das Vertrauen, die Zuversicht. Die fundamentale Grundhaltung des Vertrauens gehört ebenso zur menschlichen Lebensform wie das Hoffen. Ohne Vertrauen, kann man sagen, gibt es kein menschliches Leben. Menschlich lebt, wer fähig ist, Vertrauen zu haben, auch Vertrauen zu schenken, Vertrauen zu wecken. Misstrauen ist zerstörerisch für die menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen, ohnehin für ein zuversichtliches Blicken in die Zukunft, für die Offenheit des Hoffens. Eine Haltung des Vertrauens betrifft aber nicht nur das zwischenmenschliche Verhältnis, dass der Nächste mich unterstützen muss, kann auch bauen auf die Stabilität der sozialen Verhältnisse, der sozialen, der politischen Institutionen, kann auf die Sozialordnung, die Sicherheit des Rentensystems, die Friedfertigkeit einer sozialen Ordnung mich verlassen, dass ich sozusagen sinnvoll leben kann und nicht die ganze Zeit Aggressivität gewärtigen muss. Also die Gegenwart zeigt zur Genüge, dass das ein Vertrauen ist, auch das, wie die Hoffnung, nicht geschenkt ist. Ich kann Vertrauen in die Vernunft der Geschichte. So hat die Geschichtsphilosophie, Hegel hat das zum Leitbegriff gemacht, ihre optimistische Vision der Geschichte begründet. Ich kann Vertrauen in die Ordnung der Natur, die mich erhält, die mir beisteht. Ich kann Gottes Vertrauen haben in den Beistand, Gottes Vertrauen, klassisches Beispiel aus der Philosophiegeschichte Sokrates im Dialog Phaidon, Vertrauen in die Kraft des Miteinanderredens, der Vernunft. Solange Menschen in der Lage sind, miteinander zu reden, müssen sie nicht verzweifeln. Im Ganzen kann man sagen, es gibt keine Hoffnung ohne Zuversicht, ohne Vertrauen, wie es kein Vertrauen gibt ohne Hoffnung. Hoffnung begründet Vertrauen und Vertrauen begründet, ermöglicht das Hoffen. Vertrauen ist selber eine Grundlage des Hoffens, wie das Urvertrauen, das Kinder, Kleinkinder erwerben in der Sozialisation, bekanntlich eine Grundlage dafür ist, dass sie die seelische Stärke und Stabilität erwerben können, die ihnen ermöglicht, überhaupt in Zukunft zu gehen, hoffen zu können. Das heißt, sicher zu sein, gehalten zu werden durch anderes, dass anderes ihnen entgegenkommt. Ein anderer Grund des Hoffens, sagte ich, kann der Rückblick sein. Der hoffnungsvolle Ausblick in die Zukunft basierend auf einer bestimmten Weise, sich auf Vergangenheit abzustützen.
Auch das kann in verschiedener Modalität der Fall sein. Ich nenne drei davon. Ich kann geschichtliche Erfahrung mobilisieren als Grund der Hoffnung. Ich kann auf Geschichte zurückgreifen und mir dessen gewiss sein, es ist immer noch gut ausgegangen. Die Menschen haben Klugheit bewiesen oder auch Stärke, auf die ich bauen kann oder auch ich selber. Ein Beispiel, auf das ich hier verweise, Kant, Theorie des Geschichtszeichens, nennt ein bestimmtes Ereignis, Französische Revolution, nicht die Tat der Revolutionäre in Paris, sondern die Teilnahme, die Begeisterung der Zeitgenossen in Deutschland, der Enthusiasmus, mit der, wie er sagt, die Zeitgenossen, denen er zu tun hatte, dieses Ereignis begleitet haben, zeugt von einer guten Grundhaltung, von einer Anlage im Menschen, einem menschlichen Interesse an Freiheit, an Gerechtigkeit. Das nennt er ein Zeichen in der Geschichte, das uns Zuversicht begründen kann. Das Wissen, dieser Enthusiasmus sagt etwas aus über die Natur der Menschen. Zwei andere Typen von Erinnerung. Ich nenne sie spiegelbildlich hier Leidenserinnerung und Glückserinnerung. Leidenserinnerung ist ein Topos in der Theorie der Erinnerung mit Bezug auf den Horror des 20. Jahrhunderts. Die Schreckensgeschichten von Unterdrückung, Vernichtung, Zerstörung in Extremformen bis zur Zerstörung des Hoffens selber, habe das genannt. Doch gibt es als Gegengewicht oder gegen diese Erfahrung auch immer den Impuls, den Anspruch, den Appell. Wir dürfen das nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Wir brauchen eine andere Erinnerung, die sich gegen diese Abtötung des Gedächtnisses wehrt, die dasjenige an der Vergangenheit festhält, das nicht abgegolten worden ist, das in der Vergangenheit ein Anspruch war, selber ein Verlangen nach Glück, das nicht realisiert worden ist, ein Anspruch, ein Appell auf Gerechtigkeit, die nicht realisiert worden ist, Erinnerung an das Leben, das nicht gelebt worden ist, Erinnerung im Modus des Protests, des Widerstands gegen die Fatalität des Leidens. Das ist Leidenserinnerung als Impuls und Appell, die als Kraft der Hoffnung lebendig werden können. Und auf der Gegenseite Glückserinnerung. Das ist eine naheliegende Form zu sagen, die Erinnerung an das Glück, typischerweise in der Literatur das Glück der Kindheit. Das ursprüngliche Einssein ist etwas, das den Menschen die Kraft verleiht, nicht aufzugeben, nicht zu verzweifeln, auch in Rückschlägen und Leiden Hoffnung nicht aufzugeben. Interessant ist, dass es nun nicht einfach notwendig Erinnerung an ein tatsächlich erlebtes Glück ist, an ein real gewesenes Glück, eine wirkliche Erfüllung ist. Auch die Erinnerung an Möglichkeiten, an etwas Ersehntes, Erhofftes oder an etwas Versprochenes kann Kraft besitzen, die in die Zukunft weist. Das ist von mehreren Autoren ganz emphatisch unterstrichen worden. Ich nenne nur drei stellvertretend. Theodor W. Adorno hat sehr eindringlich von Kindheitserinnerungen erzählt an Ferien im Odenwald, mit denen er Erinnerungen an den Wohlklang von Namen verbindet, von Dörfern, Reuenthal, Monbronn, Otterbach, in denen so etwas wie Erinnerung an ein Glücksversprechen anklingt. Und er formuliert
diese Figur, dass es nicht Erinnerung an eine tatsächliche Erfüllung, sondern an eine Verheißung ist, mit einem interessanten Bild. Er sagt, es ist, wie wenn man hingehen würde und glaubte, man ist im Erfüllten, in der Erfüllung. Aber wenn man wirklich dort ankommt, so weicht dieses Versprochene zurück wie ein Regenbogen. Und trotzdem ist diese Erinnerung an etwas, was zurückweicht, wenn man es in die Hand nehmen will, nicht nichts, sondern etwas sehr Lebendiges, etwas Tragendes. Er meint diese Art von Glückserinnerung als Erinnerung, als ein Glücksversprechen, ist für eine revolutionäre Politik, für eine Widerstandspolitik gegen die Fatalität ein treibendes Motiv. Jacques Derrida hat seinerseits ein solches Versprechensmotiv stark gemacht. Ich habe schon vorher seine Idee der Messianizität in allem Tun genannt. Er meint, jedes Sprechen, jedes Miteinander umgehen hat diesen Ausgriff auf etwas in sich, das wir verlangen, das wir wünschen, aber gar nicht leisten können, dessen wir nicht sicher sein können. Er macht es zuletzt im Verstehen, im Sinnstiften, im Sprechen fest. Sprechen heißt Versprechen. Das ist ein Satz, den er von Heidegger aufnimmt. Er meint damit, wir haben damit immer die Utopie, etwas vollständig geglückt sagen zu können, aber jedes Sprechen kommt nie ans Ende, bleibt immer im Unterwegs. Aber, und das ist das Entscheidende, Versprechen ist nicht nichts. Auch als uneingelöstes, als offenes Versprechen ist es ein ganz grundlegendes, eine Triebkraft des Lebens, ein tragender Grund des menschlichen Verlangens. Und schließlich der dritte Autor, Ernst Bloch, also nicht zufällig, alle drei Autoren, jüdische Autoren, die diesen Zug, dieser Zukunftsausrichtung sehr stark machen. Ernst Bloch hat eines seiner Hauptwerke diesem Thema gewidmet. Das trägt den Titel Das Prinzip Hoffnung, ein umfassendes Werk in drei Bänden, irgendwie 1600 Seiten, je nach Ausgabe. Drei Bände, in denen er alle diese Menschheitsfantasien, Utopien durchgeht und sagt, wenn man durch all das hindurchgegangen ist, dann leuchtet am Ende etwas auf als Zielvorstellung, als Fluchtpunkt unseres Wollens, was, und das ist seine Formulierung, der Schlusssatz dieses ganzen großen Werks, etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Der Satz bei ihm heißt dann vollständig, worin noch niemand war, Doppelpunkt, Heimat. Das ist Definition der Heimat. Aber es ist in einem allgemeineren Sinn natürlich umreißend der Status dessen, worauf Hoffnung zuletzt geht. Etwas, was in die Kindheit scheint und worin noch niemand war, ist eine großartige Umformulierung dieser Idee des Glücksversprechens als bloßen Versprechens. Ein solches Versprechen und ein solches Hoffen, das in solchen Versprechen gründet, gehört zum Wesen des menschlichen Seins. Das ist der gemeinsame Grundgedanke all diese Autoren, zu dem, was das Leben wollen, die Lebensbejahung ist, unablösbar vom Leben selber. Das ist sozusagen die Sammlung der Motive, die ich Ihnen hier präsentieren wollte, zu dieser Themenstellung der Kunst des Hoffens. Danke Ihnen allen, wo immer Sie seien, für Ihre Aufmerksamkeit.